YouTube-Fans, heute habe ich für euch was von Quantum Astrophysicist Guild, ein wahrer Zungenbrecher. Ich mag deren Spiele aber einfach ziemlich gerne. Und die haben mir deswegen ein Testmuster ihres neuen Spiels zukommen lassen, das am 10. diesen Monats, also im Juni 2022, erschienen ist. Ich bin jetzt hier mit dem Gastaccount drin, einfach weil ich das Spiel nochmal von vorne zeigen muss, was nämlich sonst nicht geht. Einfach um euch zu zeigen, dass es hier eine ganze Menge toller Sachen gibt. Dass man hier viele Möglichkeiten hat, sich das Spiel anzupassen und eben auch sehr, sehr schönen Einstieg ins Spiel. Das Intro könnte ich euch sonst nämlich nochmal zeigen. Ich spoiler ja nicht gerne Intros, aber hier lohnt sich's einfach, weil es einfach so schön gemacht ist. Ja, da liegt also jemand auf einer Wiese, schaut in die Wolken und träumt vor sich hin. Das ist einfach unheimlich zuckersüß gemacht. Vielleicht ist das hier auch meine feminine Seite, die das besonders zuckersüß findet. Ich weiß nicht, wie das hier auf Männer wirkt, aber ich persönlich finde es einfach sehr, sehr, sehr charmant präsentiert. Ja, worum geht es? Es ist ein Puzzlespiel und man muss Donuts in der Fabrik herstellen und mit verschiedenen Glasuren Zuckerzeugs und Leckerchen bestreuen und präsentieren und dann von einem Backofen zu einem Ausgabeschalter bewegen, indem man eine Linie dahin baut. Soweit so logisch. Das kriegt man alles in dem Tutorial erklärt. Das Spiel ist von den Texten her auf Deutsch und diesmal auch in einer relativ guten Übersetzung. Und der Text bzw. die gesprochenen Worte sind auf Englisch. Das tut dem Spaß aber keinen Abbruch, das ist gut erklärt und wie gesagt, die Stimme und die ganze Präsentation ist sehr beruhigend und sehr schön. So, und jetzt hauen wir also erstmal unseren ersten Donut hier raus und ihr seht am Anfang, das Prinzip ist natürlich super simpel, das ist ganz klar. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Puzzle. Ooh, time for frosting. So, und dann seht ihr, es kommen mit und mit neue Spielelemente hinzu. Wichtig ist, dass ihr immer schaut, sowohl bei dem Ofen als auch beim Ausgabeschalter, wo die Pfeile hinzeigen, denn das ist nicht egal, wo das Ganze hinläuft, das ist nachher tatsächlich sehr wichtig. So, jetzt seht ihr, jetzt kommt das erste Frosting drauf, das heißt der Zuckerguss. Und ja, das ganze Spiel hat Zuckerguss, das ist einfach super hübsch gemacht. Ihr seht, das ist einfach von der Präsentation her unglaublich hübsch. Die Musik ist stimmig. Sprinkles. Ja, und jetzt müssen natürlich noch Streusel drauf. Für die Leute unter uns, die noch die Bee Company kannten, die werden jetzt vielleicht ein Déjà-vu haben. Schade übrigens, dass man den Strang vom Battlefield eingestellt hat. Alle anderen, die jetzt nicht verstehen, wovon ich rede, spielen das vielleicht nochmal. Oder gucken sich nochmal ein paar Trailer an. Ja, so, und jetzt seht ihr, ne, das heißt, die Teile werden immer komplexer mit der Zeit. Und man muss natürlich immer besser überlegen, wie man das Ganze gestaltet, damit man dann auch dahin kommt, wo man hin will. Es ist nachher so, dass man eben mehrere Ausgabeschalter hat, andere Formen, dass die Ausgabeschalter nur in einer bestimmten Reihenfolge angesteuert werden dürfen oder dass man verschiedene Donuts mit verschiedenen Toppings herstellen muss oder auch, dass man verschiedene Ketten bilden muss. Das heißt, die Lernkurve ist am Anfang noch recht gut, hinterher wird sie extrem schnell, extrem steil. Das heißt, das Spiel ist eigentlich was für die ganze Familie. Während Anfänger hier gut in das Spiel reinkommen, haben Puzzle-Experten hinterher auch noch eine Menge zu tun. Und dann macht das Ganze auch für diejenigen noch Spaß, die also wirkliche Profi-Puzzler sind, die also wirklich sagen, ich will bei so einem Spiel gefordert sein, die kommen auf jeden Fall auch auf ihre Kosten. Und das ist, finde ich, vom Spiel wirklich gut gemacht. Man kann es in kleinen Portionen spielen, wie ihr eben hier seht, und eben Level für Level hier abgrasen. Man kann aber eben auch wirklich ein paar Stunden damit verbringen und manchmal gibt es echt Hirnverrenker da drin, sodass man sich sagt, oh Gott, ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt mache. Und fünf Minuten später sagt man, ach so, ja, war ja ganz simpel. Das ist eben genau das, was ein Puzzlespiel ausmachen sollte, finde ich. Und ja, ich habe schon öfter gesagt, ich habe immer mal wieder Puzzler hier auf der Plattform. Ich bin gar nicht so ein riesen Puzzle-Fan, aber es gibt immer wieder welche, die mich auch zu begeistern wissen. Und das hier ist definitiv so einer. Der macht wirklich Spaß. Und das ist einfach wirklich sowohl von der Präsentation als auch vom Ganzen drumherum einfach gut gelungen. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt können wir das Ganze natürlich hier wieder rückgängig machen. Wir können das hier, wie ihr seht, in Teilbereichen rückgängig machen. Wir können aber auch das Ganze natürlich wieder auf Anfang setzen. Dazu
muss man dann eben logischerweise das Menü aufrufen. Dann kann man sich, das habt ihr auch gesehen, hier auch Tipps anzeigen lassen. Es gibt also ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, dass man das Ganze so einstellt, dass man, ja, ich sag mal, sein Spiel spielt in seiner Geschwindigkeit und wie man es gerne hätte. Und dementsprechend bin ich auch hier von der ganzen Präsentation und vom ganzen Drumherum recht begeistert, weil ich sage, das macht hier eigentlich alles richtig. Es nervt nicht, es ist intuitiv, es ist gut erklärt. Selbst dann, wenn man mal nicht weiterkommt, wie gesagt, gibt es eine Tippsfunktion und das spoilert aber nicht direkt das ganze Spiel. Die ist wirklich ganz dezent. Ja, so muss ich sagen, kann man es definitiv machen. Jetzt seht ihr, hier kommen wieder neue Elemente dazu und so weiter und so weiter. Wir gehen jetzt nochmal in die Puzzle-Auswahl, weil ich euch da auch noch was zeigen will. So, das wäre jetzt die erste Box. Da seht ihr, das ist der Frühlingstag. Da können wir jetzt hier durchgehen. Und dann gibt es immer weitere Boxen, die sich dann eben auch mit neuen Elementen auszeichnen, die den Puzzle-Spaß dann weitaus komplexer machen. Dann seht ihr, kommen neue Formen hinzu von Gebäcken und auch neue Teile und Streckenabschnitte. Oder wie ich euch eben schon erklärt habe, gibt es dann eben auch immer wieder Elemente, die das Spiel auflockern und bereichern, sodass ich sagen würde, man hat wirklich lange Spaß daran. Es ist eine Menge auch an Eye-Candy im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das Ganze sieht auch immer hübsch aus und bringt auch wieder grafisch neue Elemente dazu. Bleibt aber alles in diesen Pastelltönen und ist damit auch sehr gefällig. Und ja, ihr seht eben, dass man hier eine ganze Menge geboten kriegt fürs Geld, dass es hier eine ganze Menge Vielfalt gibt. Das Spiel ist halt für alle gängigen Plattformen erhältlich und kostet um die 9 Euro. Ich denke, damit kann man definitiv nichts verkehrt machen. Übrigens taucht Umi auch in den Credits auf. Nein, ich habe tatsächlich nicht mit dem Spiel irgendwas von der Entwicklung her zu tun. Hätte ja sein können, ist aber nicht so. Sondern ich denke, es ist einfach ein Dankeschön, weil ich deren Inhalte oft auch teile und zitiere, weil es aus meiner Sicht eben auch wirklich in der Regel gelungene Spiele sind. Ihr findet einfach von Quantum eine ganze Menge Games auch auf meinem Kanal und die meisten sind wirklich, ich sag mal, familientauglich, nett und in der Regel auch so ein bisschen anspruchsvoller. Das sind wirklich Spiele, wo man meistens das Gehirn ein bisschen anstrengen muss, wo man aber auch so dieses Chill-Feeling hat, wo man so ein bisschen dieses Wholesome-Feeling hat. Das sind definitiv Titel, die sehr, sehr viel Spaß machen und wo ich einfach sagen kann, man kann da nichts verkehrt machen. Letztendlich also von mir Freshly Frosted auf jeden Fall eine Empfehlung, denn ich bin der Meinung, dass das ein wirklich guter Puzzler ist, der sowohl optisch als auch spielerisch wirklich was hermacht, vom Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung ist und recht einfach überall erhältlich ist. Das heißt also, egal auf welcher Plattform ihr spielt, damit dürftet ihr eine Menge Spaß haben. Wem also das Design und die Spielweise zusagt, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Wer natürlich mit Puzzeln so gar nichts anfangen kann, ich habe ja schon gesagt, das ist definitiv auch was für Einsteiger. Wer möglicherweise mit der Pastelloptik ein Problem hat, der wird sicherlich nicht glücklich werden, weil das ist einfach eine Sache ist, die das Spiel auszeichnet. Ich persönlich, wie gesagt, finde es im wahrsten Sinne des Wortes zuckersüß. Also Freshly Frosted kriegt von mir eine Empfehlung und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Bis dann, ciao!